wenn wir noch einmal ganz kurz darüber nachdenken, was das gestrige Evangelium war, da dürfen wir uns selber vielleicht auch dort immer wieder selber hinterfragen, ob wir, wie es da geheißen hat, als die Pharisäer Jesus zur Rede stellten, warum seine Jünger mit unreinen Händen essen. Und als er dann sagte, eben dass der Prophet Jesaja schon sagte und auch recht hatte, dass das Volk mich nur mit den Lippen ehrt. Wie viele Male haben wir uns schon jetzt Mittwochmorgens getroffen? Wie viele Male haben wir uns äußerlich auf den Weg gemacht, Jesus anzubeten, gemeinsam mit dem heiligen Josef? Wir haben das Kapulier äußerlich. Wir beten, wir lesen die Extrakte, die Betrachtungen. Und da darf sich jeder für sich selber ganz persönlich fragen, was mache ich innerlich? Wie zeigt sich meine innere Stärke oder innere Schwäche auch äußerlich? Und so wollen wir einfach nur in diesem ersten Gesetz hin einfach danken, dass wir diesen Weg gehen dürfen, der herausfordernd, aber auch spannend zugleich ist, der uns und unsere Berufung zur Entfaltung bringen möge, auf Fürsprache des heiligen Josef, aber auch, dass wir immer wieder erkennen, dass es immer wieder diesen inneren Schritt benötigt, voller Dankbarkeit auf Jesus zuzugehen. Es ist quasi unmöglich, alle Betrachtungen, alle Extrakte, die wir bereits erhalten haben, in irgendeiner Weise zusammenzufassen, geschweige, dass wir von jeder Säule irgendetwas ganz bewusst mitnehmen. Und doch müssen wir ganz bewusst etwas mitnehmen aus dieser Stille, aus der Säule, wie ich meine Frau umarme, mit der Autorität und mit den Kindern. Immer wieder haben wir gehört und gelesen, dass es unsere Pflicht ist. Eigentlich ist es unsere Pflicht, unsere Berufung, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, zu entdecken und entsprechend auszuführen und zu leben. Und das Spannende ist, einmal hat Devin in diesen ganzen Extrakten erwähnt, in seinem Buch erwähnt, dass die Säule der Autorität, also dass ich meine Autorität annehme, dass das eigentlich die wichtigste Säule und Aufgabe für uns als Ehemann, Mann und Familienvater ist, bevor die Stille kommt, dass wir bewusst sind, was für eine Berufung, was für ein ja, eben was für eine Autorität wir haben, die wir uns nicht selber aneignen, sondern die uns geschenkt ist. Und so kann es manchen einem wirklich auch den Atem nehmen, was uns Gott eigentlich anvertraut. Und so wollen wir jetzt in dieser Stille, auch in diesem heutigen Extrakt, wie es da steht, in die Stille hören, um zu verstehen, wer wir sind, um die Mission, Vision und den Plan Gottes für unser Leben zu entdecken, müssen wir zuerst einmal Gott kennen. Und um Gott zu kennen, müssen wir seine Sprache sprechen. Und um es mit dem heiligen Johannes vom Kreuz auszudrücken, Gottes erste Sprache ist das Schweigen.
und auch hier dieses Schweigen richtig zu verstehen. Nicht, wenn wir nach einem vollen Arbeitstag nach Hause kommen zu der Frau, die noch einen volleren Arbeitstag hinter sich hatte oder einen volleren Berufungstag hinter sich hatte, einfach hinzusetzen und zu schweigen, sondern dass wir morgens in die Stille gehen und dass wir kontemplative Männer werden, die Gott anschauen, die Gott anbeten, auch hier Mittwochmorgens vor Gott knien, dass wir dieses Geheimnis und diese Gnade immer mehr annehmen und verstehen mögen. Es wäre so spannend, einmal eine Rundfrage bei den Frauen zu machen, was die Frau am Mann attraktiv findet. Und vielleicht jetzt nicht hier bei uns, aber wenn wir oft oder wenn mehrere Frauen befragt werden, ist sicherlich zu einem hohen Prozentansatz sicherlich die Antworten rein äußerlich. Diese ganzen äußeren Erscheinungen eines Mannes. Und doch soll es eigentlich so sein, dass diese Attraktivität eines Mannes einzig und allein aus dieser inneren Quelle springt. Aus dieser inneren Quelle, die sich immer wieder sozusagen anzapft an der himmlischen Quelle. Und wenn wir daran denken, dass wir der Beschützer, der Hirte und der Bischof unserer Familien, aber vor allem auch unserer Ehefrau sind, so ist es sicherlich einfacher, die Kinder zu umarmen, als wie die Frau zu umarmen. Und doch muss zuerst, wenn man diese Ordnung sieht und weiß, muss zuerst die Frau kommen, nach Gott. Natürlich zuerst Gott, dann die Frau und erst dann die Kinder. Und so wollen wir bitten, dass diese Ordnung nicht durcheinander gewirbelt wird von uns Männern, von den Frauen, dass wir wirklich zu Hause in der Familie diese Ordnung beibehalten. Denn aus dieser Ordnung heraus können alle nur wachsen und sich und seine und jeweils die Berufung, die Eigenschaften, die Charaktere entfalten. Wie schön muss es für Kinder sein, die Eltern haben, die sich lieben, die sich zeigen, dass sie sich lieben in der Zärtlichkeit. Was für eine Sicherheit muss es für die Kinder sein, zu sehen, wie sich die Eltern aufrichtig und authentisch lieben. Was für eine Sicherheit muss es für Kinder sein, einen Vater zu haben, der wahrhaftig dieser Bischof der Familie ist, der alles Äußere versucht abzuwehren, der wie ein Filter ist für die Familie und für die Frau und der sich dadurch diese Autorität in der Stille schenken lässt. Eigentlich bewundernswert, was Gott mit uns vorhat. Bewundernswert, was für einen Weg wir gehen dürfen. Und doch wieder zurückzukommen zum Anfang, darüber nachdenken, ob auch wir nur mit den Lippen bekennen und unsere Berufung vielleicht immer wieder entfliehen.
oder ob wir bewusst immer wieder in dieses Opfer hineingehen, uns immer wieder bewusst mit Gott verbinden, um darin auch, wie wir den Nahat beten, eben zu erkennen, was unsere Berufung als Vater, Ehemann und Mann ist. Aber in erster Linie geistlich betrachtet. Die Frage ist, was kommt nach diesen Extrakten? Beginnen wir nochmals mit dem Buch, das übrigens Daily Devotions betitelt auch ist, also tägliche Betrachtungen. Wissen wir mittlerweile alles? Ja, wir wissen eigentlich sehr, sehr vieles und doch benötigt es auch irgendwo Geduld mit uns selber, denn Gott hat auch sehr viel Geduld mit uns. Geduld mit uns selber, diesen Weg ganz treu und still und allein vielleicht auch zu gehen.